Das war's auch jetzt schon. Oh yeah. Ja, Sir. Verstanden. Unsere Kreuzer kriegen Besuch. Sie registrieren über ein Dutzend Helgas-Schlachtschiffe. Ach so Scheiße. Wie lange werden Sie durchhalten? Lang genug, hoffe ich. Unsere Kreuzer sind frei wild, wenn wir nicht rechtzeitig hinkommen. Sir, der Rest des Konvois ist über die Stadt verstreut. Ich kenne die Position meiner Truppen, Sergeant. Wir können uns keinen Aufschub leisten. Sevchenko, wir müssen diesen Krater erreichen, sonst kommt hier keiner raus. Sie haben die Hammers. Wenn Sie Helgas-Panzer sehen, jagen Sie sie hoch. Wir sprengen uns den Weg frei. Wenn sich jeder an die Befehle hält, ist alles okay. Zeigen wir, dass wir es ernst meinen. Die Zeit läuft. Wenn sich jeder an die Befehle hält, ist alles okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wie die Herren Senatoren sehen, sind die ISA-Truppen absolut ungeordnet. In 3 Stunden werden wir sie überrannt haben. Visaris Mörder werden nicht überleben. Ist mir etwas entgangen? Was ist mit der Panzergruppe links? Johann Stahl. Nun, ich freue mich, dass sich die Privatwirtschaft für staatliche Ziele interessiert. Mal wieder. Die ISA-Panzergruppe auf der Linken. Ich meine, ignorieren Sie sie mit Absicht oder ist das etwa Teil einer Strategie, die wir nicht verstehen? Oder was? Sie bauen die Waffen, Stahl. Ich entscheide über Ihren Einsatz. Bin ich denn der Einzige hier, dem so archaisches Denken widerstrebt? Zahlenmäßige Überlegenheit. Das bringt uns nicht weiter. Also, warum handeln wir nicht mit der ISA? Locken wir sie zu uns und versprechen ihnen irgendwas. Und wenn sie dann hier sind, alle gemeinsam, dann töten wir sie. Visari hat sie vielleicht toleriert, Stahl. Aber ich bin nicht Visari. Das ist leider nur allzu deutlich. Tut es weh, zu wissen, dass sie niemals aus Visaris Schatten treten werden. Ließen sie ihn deshalb sterben? Die Helgast werden niemals mit der ISA verhandeln! Wir werden sie vernichten! Achtung, alle Einheiten! Hier spricht der Admiral. Angriff verstärken! Ich will die ISA tot sehen. Noch in dieser Stunde! Das hört sich ein wenig utopisch an, ne? Und ich glaube, wir haben da auch was gegen, oder? Und auf jeden Fall was entgegenzusetzen. Oh ja, wieder mit einem dicken MG ausgestattet. Hier spricht Velasquez in Hammer 4. Wir gehen nach links. Abfangprotokoll. Verstanden, Hammer 4. Konvoi rückt vor uns zum Sammelpunkt. Kontakt. Ziele voraus. 20 Grad hoch. Okay, wir können ja auch mit L1 auf Granaten werfen oder sowas. Voll blockiert. Hier spricht die V1, wir brechen durch. Die V1, Position halten. Wir räumen zuerst das Gebiet frei. Verstanden? Verstanden. So, da haben wir schon mal den ersten Panzer zerstört. Die V1 rückt vor. Die V1, bleiben Sie beim Konvoi. Negativ, Hammer 4. Wir machen das hier. Helgas zu meiner Linken. Greifen an. Die V1, warten Sie auf Verstärkung. Negativ, Hammer 4. Der Captain sagt, der Schnelligkeit hat Oberste. Die Feinde hat erwischt. Wiederhole. Die Feinde ist erledigt. Verstanden. Sind unterwegs. Ziel, ich frag mich, warum die anderen nicht schießen. Lasst ihr euch. Ziel in Sichtweite. Oh, die schießen. Komm, wir reißen hier mal alles in Schutt und Asche hier. Das ist aber ein Witz. Hauptsache hier, kaboom! Das ist das Wichtigste. Können wir uns eigentlich hier auch selber vernichten? Nee. Oh, scheiße. Kaboom, kaboom, kaboom. Man kann auch beides gleichzeitig machen, umso besser. Ah, das MG kann aber leicht überhitzen.
Jetzt, das Ding da oben müssen wir auch noch abschießen. So. Ich bezweifle, dass da jetzt noch einer drin lebt. Also jetzt erst recht nicht mehr. Den Freundchen da auch noch. So. Boah, nicht auf. Okay. Weiter geht's. Im Kampf. Gegen die Hellgeist. So, ich kann hier jetzt allerdings keine feindlichen Truppen sehen. Da ist unser Kräuter. Ist das die Dauntless oder die Kompalschen? Die Kompalschen. Alle Einheiten. Evakuierungsschiff gesichtet. Zusammenbleiben. Alle Richtung Sammelpunkt. Wir pflügen die Straße um. Okay, wir müssen ja anscheinend gleich über ein Evakuierungsschiff. Oh, scheiße, scheiße, da ist schon wieder einer mit solchen. Fuck. Ah, das ist einer von uns. Ah, die sind da mit den komischen Ketten Kreissägen-Dingern da dran vorne. So Panzer aufzuschlitzen. Fuck. Ah, ich kann das MG nicht so schnell drehen, ey. Man halt die Klappe, ich bin auch nicht dafür verantwortlich hier. Ich schieß nur. Ich putz hier nur. Ich putz hier alles weg, meine Freunde. Wo? Dreh auch mal ein bisschen schneller hier. Als wenn das hier jetzt so ein schweres Teil wäre, was so ein paar Tonnen wiegen würde. Ist ja bestimmt hier aus Zuckerwatte, so ein MG. Ach ja. Ich muss echt sagen, das sieht schon sehr geil aus. Oh yeah. Wo? Wo? Oh, natürlich. Natürlich, wenn... Boah, der geht ja gar nicht kaputt hier. Natürlich, wenn ich gerade weggeschwenkt habe, dann kommt Panzer. Da kommen mehr Panzer. Sehe die. Ja, natürlich. Hier sehen, wie der da rausgeschleudert wurde. Oh. Da oben. Gibt's ihn. Natürlich. Komm. Sind hinter uns, oder? Meine ich das? Seh ich? Was? Bin ich doof? Da vorne. Okay. Verstanden. Gebe Deckung. So, gute Nacht. Wir sehen uns im Jenseits wieder. Das ist einer von uns, aber der nicht. Mann. Die halten aber einiges aus, die Hellgaspanzer. Mann, irgendwie stimmt da doch was nicht. Der Anzeige, von wo die Schüsse kommen, sind auf jeden Fall mehrere gleichzeitig. Ich kann auch nicht hier mehr erledigen als einer. So Multitasking geht hier natürlich nicht, ne? Recht schlecht. Aber wie viele Trophäen man hier verdient, ne? What the fuck? Alter. Keine Chance, Mann. Geht nicht. Was macht ihr hier? Ihr müsst weiter. Captain Marvel sagt, wir müssen die Bogenkanone ausschalten. Aber die MGs nehmen uns auseinander. Wir haben keine Leute. Suche höhere Position und schalte die MGs aus. Können Sie die Jungs in Bewegung bringen, wenn ich Feuerschutz gebe? Klar! Hey, so, dann suchen wir uns mal eine Position. Gut, Mann. Die bleiben bei mir, okay? Ah, das ist natürlich ein schöner Name. Sperrfeuer! Rotz, rotz, rotz. Was soll ich machen? So, der ISA, oder wir...
sehen uns erstmal unsere Ziele an. Kapitel Flucht aus Pyrrhus. Die Helgas Ansturm wütet immer stärker. Seth und Rico müssen einen Weg hindurchfinden und den Konvoi beim letzten Vorstoß zum Sammelpunkt anführen. War die Helgas Ansturm? Ah ja, okay, egal. So, oh. Tür einschlagen. So, wo sind denn hier unsere Freunde? Hier noch nicht. Draußen, ja? Oh, scheiße. Sehen die uns gar nicht? Das ist gut. Jetzt erstmal nachladen, immer schön hier in Deckung bleiben. So. Gute Nacht. Nachladen. Immer nachladen. Ich glaube, wir gehen mal hier ein Schrittchen weiter. Wie war das hier nochmal? Genau, L1. So. Die rücken die ganze Zeit schon auf, das heißt... Ah, fuck, der hat ein MG. Dass wir uns natürlich jetzt gleich sofort schnappen werden und erstmal ordentlich Schnitzel produzieren. Oder Matt, eher gesagt. Boah, das... Fuck. MG überhitzt. Aber das hier ist natürlich noch härter als das andere. Boah. Ich dachte, das letzte Mal hätten wir ja hier schon die Oberwaffe hier im Spiel gehabt. Aber hier sind wir natürlich total unschlagbar. So. Kann man das Ding auch mitnehmen? Nee. Leider nein. Ist ein stationäres MG. Kann man nichts machen, aber gehen wir erstmal weiter. Oh. Was bist du denn für eine? Sniper oder was? Oh ja. Oh je. Ich glaube aber schüchtern ist er. Obwohl schüchtern war er. Hier bimmelt es von Scharfschützen. Alle aufpassen. Fuck. Die haben alle Laserpointer. Das sieht man natürlich. Okay, so ein Scharfschützen aus der Nähe bringt natürlich auch nicht so viel. Ah, ich komme, ich lasse das. Kann man ja auch sehr schön aus der Hüfte rausschießen. So, erst nochmal nachladen. Dann geht es hier weiter. Ich muss gleich mal eine kleine Unterbrechung machen in meiner Aufnahme. So, da vorne. Haben wir doch noch so ein Spezi hier. Da ist noch einer. Ich glaube, die dürfen uns nur nicht treffen. Dann ist Schicht im Schacht. Aber wo ist denn dann... Wir gehen erstmal weiter nach vorne. So, okay. Bogenkanone in Sichtweite. Truppen näher ran und dann Sprengladungen legen. Ja, Sir. Was haben wir denn hier? Ach, eine Sniper-Rifle. Okay. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was haben die da für Waffen, ey? Ist ja richtig abgespaced. Verwunderlich. Rico, bin auf 10 Uhr. So, ich werde jetzt auf jeden Fall gleich erstmal die Aufnahme unterbrechen, weil ich jetzt gerade keine Zeit mehr habe. Dann werde ich gleich weitermachen.